das außer Ferne. Der Bezirk Reutte ist der westlichste und kleinste Bezirk Tirols. In den vier Regionen, vom Lechtal über das Dannheimer Tal und den Großraum Reutte bis zum Zwischendorn, gibt es viel zu entdecken. Die Reise durch den Bezirk Reutte beginnt in Steg, dem ersten Ort im oberen Lechtal. Hier ließen sich bereits die Alemannen nieder. Der Ort mit dem Fluss Lech ist ein typisches Straßendorf, welches sich von Gern an der Grenze zu Vorarlberg bis Hegerau erstreckt. In der alten Sennerei aus dem 17. Jahrhundert ist die Naturkäserei untergebracht. Diese wird seit Jahrzehnten von der Familie Sauer geführt. Ein wichtiger Partner für die landwirtschaftlichen Betriebe ist jedoch die einzige Käserei im Lechtal. In den modern umgebauten Räumen erhalten wir einen Einblick in die Käseherstellung. In großen Kupferkesseln wird die Milch erhitzt und je nach Sorte werden Milchsäurebakterien oder Lab hinzugegeben. In der Naturkäserei werden neben Sorten wie Schnitt- und Hartkäse auch Camembert oder Spezialitäten wie der Lechweg-Käse hergestellt. Der Camembert ist Chefsache. Dieser wird ebenfalls in reiner Handarbeit hergestellt. Der Betrieb erhielt das Zertifikat gentechnikfrei und wurde vom Genussguide ausgezeichnet. Der hauseigene Laden mit angrenzendem Restaurant bietet neben Käse auch Spezialitäten aus der Region. Über die Brücke in der Mitte des Dorfes führt der Weg nach Kaisers. Dies ist die höchstgelegene Gemeinde des Außerferns und die am dünnsten besiedelte in ganz Österreich. Bereits im Jahr 1275 kamen Stanzertaler Bauern in die Gegend und ließen sich hier nieder. Seit 1938 gehört die Gemeinde zum Bezirk Reutte. Das Dorf liegt in einem südlichen Seitental des Tiroler Lechtales. Die Gemeinde besteht aus Kaisers, der Rotte Kirnberg, mehreren Einzelhöfen und einigen Alpen. Die Kirche zur Heiligen Anna wurde zweimal ein Raub der Flammen. Der heutige Bau stammt aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Thank you.
Weiter führt der Weg nach Hegerau, dem letzten Ortsteil der Gemeinde Steg. Der Ort erstreckt sich entlang der Lechtal-Bundestraße auf der linken Lechseite. Auffallend sind hier einige hochwertig bemalte Häuser. Auch ein kleiner Industriebetrieb befindet sich in Hegerau. Die Schuherzeugung Scharf stellt Schuhoberteile, Innenschuhe für Skischuhe oder Maßoberteile für die Orthopädie her. Die Erzeugnisse werden in reiner Handarbeit hergestellt. Jeder Handgriff sitzt, jede Naht passt, wodurch sichergestellt wird, dass nur Produkte in hoher Qualität das Unternehmen verlassen. Hier spannt noch ein Schuster das Leder über die Leisten. Holzgau ist ein vom Tourismus geprägter Ort, was sich nicht zuletzt an den vielen Gastbetrieben zeigt. Die Nähe zu Wart in Vorarlberg ist sicher ein Vorteil. An der Höhenbachbrücke ist eine Besonderheit zu finden. Ein Armer Christi-Kreuz zeigt sämtliche Waffen, welche im Zusammenhang mit der Kreuzigung Jesu stehen. Im 17. Jahrhundert begann im Ort eine rege Bautätigkeit. Waren doch viele Holzgauer durch den Handel im Ausland immens reich geworden. Dies zeigt sich auch in vielen hochwertigen Fassadenmalereien, für die Holzgau heute noch bekannt ist. Die Kirche war ursprünglich eine Filialkapelle der Kirche in Elbigenalb. 1401 zur Pfarre erhoben, folgte alsbald eine Vergrößerung. Der Mitte des 19. Jahrhunderts errichtete Langhaus- und Chorneubau wurde 1864 geweiht. Der neuromanische Altar zeigt das Gemälde Himmelfahrt Mariens von Caspar Jehle. Die Hängebrücke in Holzgau überspannt mit einer Länge von 200,5 Metern und einer Höhe von 110 Metern den Höhenbach. Zeitweise war sie die längste und höchste Seilhängebrücke in Österreich. Mit der Heuernte kommt den landwirtschaftlichen Betrieben eine wichtige Aufgabe zu. Sind sie doch für die Pflege der Kulturlandschaft verantwortlich? Früher wurden die Berge bis an ihre Bergkante gemäht. Dies ist heute zum größten Teil nicht mehr möglich, wodurch massive Verbauungen notwendig geworden sind, damit keine Lawinen abrutschen. Stockach gehört verwaltungsmäßig zur Gemeinde Bach.
Die reich ausgestattete Kirche ist eine Expositur der Kirche in Elbingenalb. Sie entstand aus einer Kapelle von 1701. Das Innere zeigt einen weiten Saalraum mit abgerundeten Ecken und Flachtonnengewölbe. Die Gewölbefresken reichen bis zum gemalten Gebälk. Die Gemeinde Bach liegt im mittleren Lechtal und wurde 1427 erstmals erwähnt. Der Ort unterstand dem Gericht Ehrenberg, wurde dort der Anwaltschaft Mitterlechtal zugeordnet. Der Ortsname lautete bis Mitte des 19. Jahrhunderts Stockach. Freskenverzierte Häuser erinnern an die früheren Saisonarbeiter aus dem Lechtal, die ins Ausland zogen. Bis auf rund 1800 Meter bringt die Jöchle-Spitzbahn die Gäste. Aus führen unzählige Wanderwege und Bergtouren in die umliegenden Allgäuer Alpen. Die Bahn ist die einzige Aufstiegshilfe im Lechtal. Die Terrasse der Sonnalm lädt zum Verweilen ein. Sagenhaft ist der Ausblick zu den Lechtaler Alpen.